Ah, Entschuldigung. Muss ich mal gerade ein bisschen erstarken. Hier ist das Besucherzentrum. Und auch wir sind hier auf Besuchstour. Bist du aufgeregt, Batman? Ich meine, wir haben die ganze Nacht darauf hingearbeitet. Sag mir nicht, dass du dich nicht darauf gefreut hast. Ich schon, ich war außer mir vor Freude. Überraschung! Alle meinten immer, ich solle zum Fernsehen. Das willst du nicht verpassen. Echt, das wird ein Kracher. 10. Oh oh. 9. Oh 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 oh. 8. Oh oh, was machen wir jetzt? Was 7, machen wir? Was 6, machen wir? 4, was machen wir? Was machen wir? Kommen wir hier raus? Kommen wir hier raus? 2, 1. Scheiße. Ah, shit. Oh Gott, die Ohren. Die armen Fledermausflügelchen, ey. Auf der Maske drauf. Shit. Oh. Schütteln. Und weitermachen. Huh. So, vorhin. Da hat der Joker so ziemlich alles auseinandergenommen. Oh, es ist staubig hier. Da. Das war mal der Fernseher. Da ging es, theoretisch gesehen, ist das hier die Zellenblockverbindung, oder? Nee, die ist anders. Andersrum sieht das aus. So, hier müssen wir durch. Da ist die offene Tür. Da wäre die Zellenblockverbindung. Ach Gott, oh Gott. Wieso hast du Batman nicht gestoppt? Ich? Es war dein Plan, du alberner Clown. Ja, ich schick dich zurück zu dem Bauchredner, wo du hingehörst. Du musstest alles kaputt machen, oder? Bane zusammenschlagen, Scarecrow an Croc verfüttern, Harley fertig machen, was übrigens mein Hobby ist. Und alle meine schönen Venom-Pflanzen ruinieren. Es ist vorbei, Joker. Vorbei? Wieso, mein lieber, vom Wahn besessener dunkler Ritter? Es hat noch nicht mal angefangen. Ein Traum. Ach du Scheiße, ey. Ach du Scheiße! Noch ein! Ach du große Güte, ey. That was close! Ach du große Güte, ey. Direkt mal zwei von den Biestern in einem sehr engen Areal mit noch Gefolgsleuten, das macht wenig Bock. Immerhin rennen die sich ja alle wunderschön gegenseitig mal Haufen. Ja, nee, sehe ich anders. Aber hier, lasst euch mal schön von denen kaputt rennen. Es gibt mir ein bisschen Planungssicherheit. Das ist herrlich. Ah, fuck, komm. Komm, nein. Yes, hab ich noch gekriegt. So, hier, hau mal deinen Kollegen ein bisschen. Obwohl, eigentlich auch mal lieber. Hau mal lieber deine alten Mitgefangenen, ne? Steve und Tommy und Gotti und Little Joe und wie sie alle genannt werden wollen. Das Schöne ist, die bleiben auch ein bisschen länger bewusstlos. Schade, ich wollte jetzt hier den anderen auch noch mal ein bisschen hauen. Kommt her! So, Schritt 1. Jetzt müssen wir ein bisschen aufpassen. Oh nee, das wollte ich nicht. Und das wollte ich. Ah, oh Gott, scheiße, da bin ich noch voll an den Fingernägeln hängen geblieben. Oh, das war gar nicht so gewollt.
Problem ist, jetzt bin ich hier richtig schön zwischen den beiden Fronten. Was eher schlecht für mich ist. Weil der hier sollte jetzt, wird jetzt gleich lossprinten wollen. Da muss ich eigentlich drauf. Fuck. Ah, nee, nee, nee. Doch. Oh, Wahnsinn. Funktioniert. Aha, geil, ey. Was sich hier für Stunts ergeben. Krasse Geschichte. Krasse, krasse Geschichte. So, am liebsten hätte ich jetzt da den anderen Kollegen natürlich mal für meine Betäubungszwecke genutzt. Komm, nimm ihn. Nutze ihn. Hier kommt die Kavallerie. Mein großer Freund. So, dann nehme ich jetzt den hier direkt danach. Was ist denn hier? Umschalt, ausschalten? Als ob ich den hätte ausschalten können, den Riesen. Aber ich probiere es mal. Okay. Umschalt, ausschalten. Nee, komme ich nicht drauf. Sorry. Ich mache das auf die altmodische Art, bis die sich hier an den Wänden totgelaufen haben. Weg, 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 weg. Ja, doch, war okay. Ja, der wird mich abwerfen wollen. Ja, ist okay. Bisher läuft es doch richtig gut, muss man doch auch mal offen zugestehen. Ich glaube, ich bin heute in exzellenter Form, um Joker-Gesellen zu frei zu schlagen. Von denen die ganzen Fußsoldaten sind wir ja losgeworden. Da will er mich wieder mit Bewusstlosen bewerfen, aber da mache ich nicht mit. Da habe ich einfach keine Lust. Keine Lust hat er da. So ist das hier schon der... Das ist für ihn ja der K.O. Fuck, fuck, no! Warum nicht? Warum habe ich ihn nicht ausschalten können? Ah, damn. Das musste ich bisher auch nie jetzt irgendwie besonders machen. Fangen wir jetzt nicht damit an. So, jetzt wird es ein bisschen knifflig. Dennoch kriege ich hier The Black One zuerst. Hoffentlich fängt er sich nicht so schnell. Komm jetzt, lauf! Sehr schön. Und jetzt wird mich hier nichts mehr davon abhalten, dich auszuschalten. Jawohl, und Nummer 1 ist weg. Und ich habe Glück gehabt, wie Sau, dass der mich nicht gekriegt hat. So, du gegen mich. Ja, das Ritterherrennen bringt dir nichts. Ich glaube, ich bin ein bisschen gewandter als du. Ich transportiere auch ungefähr 2 Tonnen weniger Muskelberge. Abgesehen von diversen kaputten Knochen, die mir aus dem Rücken ragen. Die würden vielleicht auch zum Mangel an Beweglichkeit beitragen. Hau ihn jetzt. Hau ihn bloß tot. Und PAM! Yes! Gemacht, Batman. Du verdienst einen Preis. Dein alter Freund, der Commissioner Gordon. Also, er sieht ganz schön runtergekommen aus. Den sollten wir aufpeppen. Batman! Raus damit! Oh, jetzt geht's los. Jetzt haben wir gleich viel Spaß, Kinder. Du widersetzt dich der Veränderung. Das ist nicht fair. Komm schon, gib auf. Willst du mit harten Bandagen kämpfen, Batman? Ja? Deine Sache. Kitzel, kitzel. Du ruinierst mir meinen großen Abend. Du hast Monate der Planung zunichte gemacht. Ich wollte doch nur deine grimmige Maske runterreißen und dich noch einmal die Welt sehen lassen, wie sie ist, während du blutend in einer Ecke vor dich hinkicherst.
Aber sogar das hast du mir verwehrt. Ich habe nichts, wofür ich lebe. Das ist ausgesprochen schlecht. Die Anstalt von Arkham bleibt verriegelt. Ihr Personal unterliegt der Gewalt der randalierenden Insassen. Vor 10 Minuten haben wir diese aufgezeichnete Nachricht erhalten. Schöne Grüße, Gotham! Hier ist Joker! Arkham gehört mir! Bald schon werde ich dem unsagbaren Wahnsinn auf den Straßen Gothams freien Lauf lassen. Aber richtet eure Augen zuerst auf die Hausdächer und werdet Zeuge der endgültigen Zerstörung eures geliebten dunklen Ritters. Wir haben den Turm umkreist seit... Wann sie? Da! Joker führt seine Aktion durch! Showtime, Batman! Gib den Teufel was, über sie quatschen können! Zwei Freaks in einem Kampf auf Leben und Tod! Oh Mann. Nur für eine einzige Nacht heißen Sie bitte unseren außergewöhnlichen Gastschiedsrichter willkommen! Oh! Los, komm schon! Verändere dich! Geh durch! Das ist der einzige Weg, mich zu schlagen! Du weißt, du willst es. Niemals! Du hast das Gegenmittel an dich selbst verschwendet? Na, das ist doch mal witzig. Sehr witzig. Aber du hast mir trotzdem den Spaß verdorben. Dafür werde ich Arkham mit deinem Blut bemalen. Let's get ready to tango! Ach so Scheiße. Nein! Das Problem ist, ich muss echt aufpassen gegen den jetzt. Entschuldige mich, Bats! Kommt rein, Jungs! Ich habe ihn schon für euch weich gekocht. Ja, das ist leider ganz wahr. Es wird jetzt richtig, richtig hart. Ich werde euch die Kampfphase jetzt gleich ein bisschen genauer nochmal erläutern. Wie ging die Runde Ihrer Meinung nach? Scheiße. Ich muss ein bisschen mehr mit Kontern arbeiten jetzt. Nicht mehr draufhauen. Ist nicht mehr. Ansonsten bin ich hier mein letztes bisschen Leben sehr schnell los. Fuck you, konter doch lieber! Oh fuck. Ah, nee, ey. Ich muss so höllisch auch. Okay. Erste Runde geht, glaube ich, schon mal an den Joker. Also, die Kampfphasen sind so grob so unterteilt. Seine ganzen Jungs kommen hier rein. Machen mich hier ordentlich zur Sau. Und, wenn ich sie aber zur Sau mache, kann ich den Joker da runterziehen und dann kann ich ihn bekämpfen. Ich glaube, ich gewinne jetzt diesmal die Safe-Variante. Hier echt größtenteils mit Kontern arbeiten muss. Fuck you, Alter. Ja, dann, ich glaube, das kann ich schon fast vergessen. Ich weiß nicht, wie sehr ich mich zwischen den Runden heile. Das ist irgendwie auch jedes Mal irgendwie so eine ganze random Sache. Ich glaube, es gibt eine einstimmige Entscheidung, dass ich der Größte bin. Nee. Oh. Fuck, nein! Oh, Mann! Ich wusste es. Ich wusste es in dem Moment, wo ich geschlagen habe, dass ich die Wette kontern sollen. Fuck, nein! Heute, Gotham, habe ich deinen geliebten dummen Ritter besiegt. Nicht traurig sein. Du kommst als Nächster dran. Deutet er auf uns, den Zuschauer, weil das ist natürlich
Joker in der Gestalt nicht von Batman aufgehalten wird, dann können wir es aufgeben hier mit der Welt. Mann, Alter, ich bin doch extra noch vorbeigejumpt.